Anja Time. Letztens war ich in Wuppertal eingeladen zum Weiterbildungstag. Der Weiterbildungstag, der Deutsche Weiterbildungstag, findet alle 2 Jahre statt und ist dezentral verteilt über verschiedene Städte in den unterschiedlichen Bundesländern. Und ich habe den für Nordrhein-Westfalen, die Keynote, wie es so schön heißt, gehalten, zur Zukunft der Arbeit. Wir adressierten dort den Mittelstand, vor allen Dingen die Unternehmen, worauf sie sich einzustellen haben, welche Chancen darin liegen und wie man die Weiterbildung der Mitarbeiter organisiert bzw. auch selbst in Schwung kommt. Gunnar Sohn hatte den Auftrag, das Ganze zu streamen, live auf Facebook. Und im Anschluss hat er mich noch interviewt. Ich werde hier einen ganz kurzen Ausschnitt auch noch vorne reinstellen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir adressieren ja Unternehmen hier, dass man den Mitarbeitern erlaubt, okay, dann mach doch mal irgendwie, fahr mal 2 Tage irgendwie hier, was weiß ich, nach Düsseldorf oder Dortmund oder was hier bei euch so passiert. Und dann guck doch mal, was du da rausziehst und dann erzählst du das uns am Schluss. Ne? Also so diese neuen, das ist ja das, wofür diese Tage hier sind, zu inspirieren, dass es auch anders geht. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal, dass ich hier sein darf. Ich weiß jetzt auch, warum es Bergische Städtedreieck heißt. Sie haben das hier so nachgebaut, ne? Also dass das so ein kleiner Berg hier ist, den man erklimmen muss. Ich habe einen Haufen Folien mitgebracht und da hinten steht mein Rechner oder der Rechner, wo das mir angezeigt wird. Von daher werde ich immer wieder Ihnen meine Seite zukehren müssen, damit ich weiß, was da gerade angezeigt wird. Ich versuche da jetzt mal so ein bisschen durchzuhecheln, Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was im Moment passiert. Und fangen wir mal an. Was heißt eigentlich Zukunft der Arbeit? Um welche Berufe geht es? Geht es um die Berufe, und ich halte sie für durchaus realistisch, um Berufe im Weltall? Geht es um die Berufe des E-Sports? Man sagt, dass der E-Sport in mittelfristig die Funktion des Fußballs heute übernehmen wird. Geht es um diese ganzen Medienberufe, die wir hier auch sehen, die immer mehr überhand nehmen? Im Grunde muss jedes Unternehmen sich heute als Medienunternehmen begreifen, weil wir alle um die gleiche Aufmerksamkeitsökonomie im Grunde im Wettbewerb stehen. Oder geht es noch um diese alten Sachbearbeiterjobs, die aber zunehmend wahrscheinlich von der Automatisierung betroffen sind? Können Sie das überhaupt sehen hier mit dem ganzen Licht? Ja, gut. Ich versuche da mal ein bisschen durchzuführen. Wir haben also sehr heterogene Jobs mit sehr unterschiedlichen Anforderungen. Und gleichzeitig können wir im Moment beobachten, dass es sehr heterogene Entwicklungen gibt. Wir haben auf der einen Seite einen wahnsinnigen Akademisierungswahn, also immer mehr junge Menschen studieren. Und auf der anderen Seite können wir feststellen, dass gerade innovative Unternehmen immer weniger Wert darauf legen, auf diese College-Abschlüsse. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns im Moment. Das ist eine Stellenanzeige, die ist jetzt vor ein paar Tagen aufgekommen von dem Taschenhersteller Freitag. Und die suchen jetzt in der Schweiz einen Chief Happiness Innovator, heißt ein bisschen anders noch. Und interessant war in der Ausschreibung, dass sie gesagt haben, uns völlig egal, welchen Schulabschluss sie haben, welches Zeugnis sie mitbringen. Uns ist auch egal, wie Sie arbeiten wollen, Hauptsache Ihr Konzept überzeugt uns und dann können Sie das so handhaben, wie Sie wollen. Wir haben schon mal 100.000 Franken für Sie zur Verfügung gestellt, zur Seite gelegt fürs nächste Jahr. Also bewerben Sie sich. Ich werde jetzt demnächst mal anschreiben und fragen, wie Sie mit den Tausenden von Bewerbungen umgegangen sind, weil das finde ich jetzt schon interessant. So, das ist also die schöne neue Arbeitswelt und ich werde versuchen, anhand von 3 Themen da mal durchzuführen, dass Sie ein Gefühl bekommen für das, was im Moment wirklich passiert. Und wir fangen damit an, was bedeutet eigentlich Disruption? Die ganze Diskussion startete 2013 in dieser Massivität durch die bekannte Studie von Frey Osborn. Und zwar haben die die Arbeitsmarktdaten der Amerikaner zur Verfügung gestellt bekommen, um zu analysieren, wie viel Prozent der aktuellen Jobs denn durch die Automatisierung eventuell in Gefahr kommen könnten. Und sie kamen dann zu der beeindruckenden Zahl von 47%. Daraufhin wurden ihnen von der Weltbank die internationalen Daten zur Verfügung gestellt und sie sollten das mal bitte berechnen für andere Länder. Und dann kamen sie noch zu immenseren Zahlen. Thailand 72% der Jobs, die in Gefahr sind, China 77%,
Äthiopien 85%, Sie sehen hier auch schon die Weltprobleme der Zukunft auf uns zurasen. Für Deutschland hat man 42% berechnet. Da war die Aufregung natürlich sehr groß, auch im Bundesministerium für Arbeit in Berlin. Man hat 2015 den Zukunftsdialog oder den Dialogprozess zur Zukunft der Arbeit aufgesetzt. Das war auch ein sehr innovativer Prozess und hat dann daraus das Weißbuch erstellt. Das kann man sich da downloaden immer noch. Interessanterweise hat man im Rahmen dieses Dialogprozesses auch jede Menge Studien in Auftrag gegeben von deutschen Forschungsinstituten. Die sollten mal eruieren, stimmt das wirklich, 42%, das ist ja Wahnsinn. Und dann kommt so ein Phänomen, was ich nie begreifen werde, weil wir Deutschen gelten nicht unbedingt als die unmittelbaren Optimisten. Aber in dem Fall sind wir unglaublich optimistisch, wie eigentlich kein anderes Land. Und zwar unisono kommen fast alle zum gleichen Ergebnis. Es gibt jede Menge Arbeitsplätze, die wegfallen werden, ja. Aber es wird auch jede Menge neue Arbeitsplätze geben. Und jetzt geht es ja nur darum, dass wir den Leuten, die die Arbeitsplätze verlieren, dass wir denen eine Weiterbildung an die Hand geben, damit die auf die Arbeitsplätze sich umschulen können, die dann neu entstehen. Ich komme aus dem Bildungssystem, ich beschäftige mich sehr viel damit. Ich kann Ihnen garantieren, das wird nicht funktionieren. So, das nur mal so als Vorspann. Und damit Sie noch ein bisschen deutlicher sich vor Augen führen können, was Disruption bedeutet, machen wir das mal an der Autoindustrie fest. Wenn Sie die Zeitungen heutzutage aufschlagen, werden Sie sehen, was im Moment los ist. Und im Grunde können wir sagen, das ist eine Grafik von Holger Schmidt, der für den Fokus auch schreibt. Und er sagt, im Grunde gibt es drei verschiedene Wellen, die Digitalisierung durchmacht. Die erste haben wir schon hinter uns, Medienindustrie, Musikbranche, Reise, Handel und so weiter, sind alle schon gut durchgewirbelt. Jetzt befinden wir uns in der zweiten Welle und wir sind jetzt hier am Anfang. Wer nicht in diesen Branchen, den benannten, bislang tätig ist, der braucht sich nicht zurücklehnen, weil sie sind früher oder später alle dran. Und was das bedeutet an der Autoindustrie, werde ich Ihnen jetzt mal zeigen. Weil maßgeblicher Treiber ist Elon Musk, hat sich in der Zwischenzeit so rauskristallisiert, ist eher ein Zufall, ist keine irgendwie Verschwörungstheorie, ist kein Metaplan, den er entwickelt hat, um das jetzt umzusetzen, sondern es hat sich durch zufällige Entwicklungen so ergeben und ich zeichne Ihnen jetzt ein Bild, was er wahrscheinlich selber so gar nicht zeichnen würde, aber ich zeige Ihnen mal die Vision von Elon Musk beziehungsweise dem Gebilde, was er in der Zwischenzeit um sich herum aufgebaut hat. Und zwar gibt es in der Zwischenzeit, hat er eine Firma, die haben Dachziegeln, produzieren die, da sind Solarpanels drin. Und mit diesen, die sehen schick aus, die können sie schon kaufen. Die sehen schick aus, die sind günstiger als die aktuellen, als die anderen Dachziegel. Sie können damit ihr Eigenheim bestücken und damit ihr Elektroauto quasi betanken, idealerweise ein Tesla. Dann fahren sie raus, das werden sie alles hier gar nicht erkennen. Hier ist auf jeden Fall Los Angeles, da lebt er. Los Angeles ist chronisch Stau belastet und dann hat er sich überlegt, okay, wir bauen ein Tunnelsystem und über dieses Tunnelsystem, das sehen Sie hier nicht, hier oben ist die Stadt Los Angeles, dann gibt es hier, sagt er, kann man bis zu 18 Stockwerke runter in die Erde buddeln, also so ein U-Bahn-System quasi. Und dann kann man sich das so vorstellen, da fährt man mit dem Auto auf so einen Parkplatz am Seitenrand, da ist so ein Schlitten, da wird man mit so einem Fahrstuhl runtergelassen in diesen Schacht. Und dann wird man da mit 200 Stundenkilometer durchgeschossen. Und dann können sie durchgeschossen werden und gleichzeitig werden im Moment vor der Stadt sollen solche Inseln entstehen, wo dann seine Raketen starten können. Und auch das klingt jetzt alles wie Zukunftsmusik und wie Science Fiction. Daran wird gearbeitet. Und das, seine Geschäftsführerin von SpaceX sagt, das ist in 10 Jahren spätestens Realität. Und zwar kann man dann von diesen Plattformen aus mit dieser Rakete sich einmal halb oder ganz einmal rund um den Erdball beamen lassen, innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde. Also ist die neue Form des Flugzeugtransports sozusagen. Und dann landet man da wieder auf so einer Insel und dann lässt man sich wahrscheinlich mit so einem Schlitten wieder in die Stadt fahren. Und dann ist das Mobilitätskonzept. Das heißt Disruption. Und wir sitzen dann quasi in unseren Autos oder wie man diese Gefährte auch nennen will dann und lassen uns dann beschallen. Da kann man dann entweder sich entertainen lassen oder man arbeitet oder man lernt, wie auch immer. Also wir müssen ja nicht mehr fahren.
Das war mal so, damit Sie eine Vorstellung haben. Und das heißt, dass Sie, es geht nicht mehr darum, dass Sie nur, dass wir das Auto ein bisschen digitalisieren und mit Internet versorgen, sondern das bedeutet, dass die dahinterliegenden Unternehmen sich auch radikal verändern werden, dass die gesamten Wertschöpfungsketten sich komplett neu wandeln werden. Und das wird Einfluss haben auf den Energiesektor. Wir merken das jetzt schon, also dass Frankfurt zum Beispiel gerichtlich untersagt hat, dass Dieselautos noch in die Innenstadt fahren dürfen. Das ist im Grunde Disruption. Wir werden das im Gesundheitswesen merken, weil wir werden weniger Verkehrstote haben, die Luft wird sauberer sein und so weiter. Wir haben die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, Universal Basic Income heißt das im Englischen. Das sind alles Folgediskussionen dieser disruptiven Wellen. Und das muss man begreifen, wir werden auch unsere Häuser, so wie wir das jetzt haben, wie wir uns jetzt raumzeitlich organisiert haben für das 20. Jahrhundert, ist da nicht mehr erforderlich, weil wir ja neue Mobilitätskonzepte haben. Das heißt, wir können alles komplett neu denken. Und Technologieunternehmen dieser innovativen Art werden auch nicht davor Halt machen, dass sie, ich komme ja aus Berlin, wie gesagt, wenn sie 50 Kilometer nördlich fahren in Brandenburg, haben sie kein Internet mehr, da haben sie überhaupt gar nichts mehr, da haben sie keinen Mobilfunk, da geht nichts mehr. Das heißt, wenn ich mit meinem Auto da fahren würde, mit dem autonomen Auto, würde ich quasi stehen bleiben, da würde nichts mehr gehen. So, und Technologieunternehmen lassen sich sowas natürlich nicht bieten. Keine Sorge, das wird in Deutschland bestimmt nicht Realität, aber das ist theoretisch möglich. Und in der technologisch soll es wirklich schon heute kein Problem mehr sein. Das Einzige, woran sie arbeiten, ist halt die Geschäftsmodelle, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Google hat ein Patent, oder es ist bekannt geworden, vorletzten Winter, das Patent von Google, dass sie rund um den Erdball in ziemlich nahem Orbit ein Satellitensystem bauen wollen, mit bis zu 4500 Satelliten, so Schuhkarton groß, und damit sicherstellen wollen, dass 75% des Erdballs mit sehr gutem Internet versorgt werden. Besser als das, was wir kennen, das ist 5G. So, und damit können Sie dann im Grunde, die werden dann halt über diese SpaceX-Raketen, die fliegen ja jetzt schon, die werden die dann hochgeschossen und das ist alles technologisch gar kein Problem mehr. Nur müssen wir es wollen. So, und ich werde auf die anderen Sachen jetzt nicht eingehen, angesichts der Kürze der Zeit. Das heißt, dass wir die bisherige Organisation des Internets über Seekabel, die ja sehr anfällig sind auch, dass die neu organisiert werden sollen über diese Satelliten und dann werden sie im Flugzeug genauso Internet haben wie die autonomen LKWs und die autonomen Autos und das Internet der Dinge und alles, was jetzt so kommen wird, wird dann einfach problemloser funktionieren. Das heißt Disruption. Und das bedeutet, dass es theoretisch kein Problem ist, das, was die Singularity Universal seit vielen Jahren prognostiziert, dass wir 2020 8 Millionen Menschen sein werden und eigentlich jeder Internet haben wird. Wahrscheinlich außer wir in Deutschland. Das werden 99% dann sein. So, wir leben also in der Gesellschaft, sind alle mit der Netzwerkgesellschaft, sind alle miteinander verbunden. Und die Folgen sind dramatisch, wenn man denn hinguckt. In den USA gibt es Vordenker, die machen sich wirklich natürlich selber Sorgen, warum die Europäer hier immer noch so ruhig sind. Weil sie in der Zwischenzeit, also China ist ja schon sehr früh in der Silicon Valley gereist und hat das dann so nachgebaut und haben eine viel schnellere Innovationskraft als Silicon Valley. Und Silicon Valley ist schon 10-fach schneller als Europa. Und die fragen sich in der Zwischenzeit, ja, was macht denn Europa? Wie wollen die weiterhin so eine Urlaubsinsel dann sein oder was soll das werden? Und dann bekommt man natürlich aus Deutschland dann auch viel Kritik und dann sagen die, ach was, wir haben auch tolle Technologie und wir haben KUKA und dann sagen, ja, ihr habt KUKA, ist auch gut. Aber die haben noch viel mehr, die haben tausende von KUKAs. Und das ist so ein Ding, was wir in Deutschland einfach nicht begreifen wollen. Wir sprechen ein bisschen über Digitalisierung, aber nicht über das, was tatsächlich im Moment passiert. So, das heißt, wir haben vielfältige Verwerfungen durch Plattformen, künstliche Intelligenz, Netzwerkgesellschaft, neue Arbeitsmodelle und das bedeutet Disruption. Ich trinke mal gerade einen Schluck und dann gehen wir weiter. So, wie geht man damit um? Das war ja auch eben eine Frage, die armen kleinen Menschen. Wie gehen wir damit um? Und das ist, glaube ich, das Erste, was wir begreifen müssen. Es geht nicht nur darum, ein bisschen zu digitalisieren. Es geht auch nicht darum, nur ein bisschen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln,
sondern im Grunde stehen wir vor der Frage, wie soll eigentlich die Volkswirtschaft der Zukunft ausschauen? Unsere Volkswirtschaft der Zukunft. Das ist eine ganz gravierende Frage und eine fundamentale Frage. Und es liegt halt daran, dass diese Disruptionswellen auch immer schneller kommen. Früher, also unser Modell haben wir 1950, das ist hier, haben wir entwickelt. Und da ist man, wenn man da in den Arbeitsmarkt eingestiegen ist, konnte man beruhigt diese ganze Welle mitgehen, hatte da 40 Jahre, 45 Jahre schön seinen Arbeitsplatz und dann ist man in Rente gegangen, fertig. Wenn man irgendwie ein bisschen später in den Arbeitsmarkt eingestiegen ist, gut, dann hat man so eine disruptive Welle mitgemacht. Da musste man diese bisschen Digitalisierung, musste man halt ein bisschen nachbilden und dann konnte man wieder neu starten. Jetzt werden diese Wellen immer kürzer werden, viel kürzer. Man geht davon aus, dass junge Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt starten, mindestens 7-mal den Job wechseln werden. Und zwar in radikal neue Jobs, nicht aufbauend aufeinander, sondern komplett neu lernen müssen und irgendwas Neues machen. Und dafür sind unsere öffentlichen Systeme leider überhaupt nicht vorbereitet. Das ist auch, liegt in der Natur der Sache. Es ist schon immer so gewesen, dass Technologie voranging, dann irgendwann vielleicht Early Adopters, die aufgegriffen haben, überlegt haben, was kann man damit machen. Dann irgendwann vielleicht Unternehmen aufmerksam wurden, gesagt haben, oh, da könnte ein Geschäftsmodell drin liegen. Dann irgendwie da drumherum was gebaut haben. Und erst dann, wenn es ganz viele Unternehmen gab, die innovativ waren, und mit den neuen Technologien was entwickelt haben, dann wacht die öffentliche Politik auf und denkt, oh, da passiert ja was, wir müssen was tun. Das ist im Moment das, was wir in den letzten Jahren hier beobachten. Und Gott sei Dank ist die Politik auch aufgewacht, habe ich den Eindruck. Gleichzeitig justiert man da ja jetzt so langsam nach, derweil aber schon Technologieunternehmen natürlich erwarten von ihren Unternehmern, von ihren Arbeitnehmern, dass die sich regelmäßig weiterbilden. Ist ja auch völlig logisch irgendwie. Also ein Technologieunternehmen kann nicht mit alten Arbeitnehmern arbeiten, sondern sie erwarten, dass man 5 bis 10 Stunden die Woche mindestens online freiwillig sich weiterbildet. Ansonsten soll man bitte kündigen, weil da kann man nichts anfangen. Das ist für einen Gewerkschafter schwer zu ertragen, ist auch beunruhigend, wenn wir unser altes Gesellschaftsmodell sehen. Aber man kann das, wie gesagt, systemimmanent ja verstehen. Die Arbeitnehmer haben das auch begriffen, dass Digitalkompetenz halt eine sehr relevante Kompetenzform ist, die sie auch erwerben sollten, um am Puls der Zeit mitspielen zu können, sagen aber gleichzeitig, dass sie entweder keine Zeit dafür haben am Arbeitsmarkt, am Arbeitsplatz, oder dass die Unternehmer sie auch nicht, die Unternehmen nicht wirklich fördern und unterstützen dabei. Und so sind immerhin 3/4 der Menschen bereit, privat sich weiterzubilden. Und nur 1/5 ist nicht bereit dazu. Aber das muss man dann auch wieder differenzieren, weil nur die Wissensarbeiter im Grunde im Moment diejenigen sind, die sich so wirklich schneller bewegen müssten. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den wir eben hatten, mit den formalen Weiterbildungen. Formale Weiterbildungen sind nicht mehr das Thema heute. Das wissen auch die Arbeitnehmer. Es gibt eine Untersuchung von Jane Hart, das ist eine ziemlich bekannte Learning Professional aus Großbritannien. Und sie hat mal Arbeitnehmer gefragt, wo lernen Sie oder wo meinen Sie, dass Sie am meisten lernen? Wie entwickeln Sie sich weiter? Und dann haben die gesagt, naja, ich versuche irgendwie, wenn ich eine Herausforderung habe, die selber zu lösen, dann frage ich vielleicht mal meinem Team rum, dann google ich, dann suche ich mir irgendwann ein YouTube-Video. Das waren oben die am meisten präferierten, wie die lernen. Ganz unten, der letzte Platz war Classroom Training, also das klassische Formale. Zweitletzter Platz waren die Konferenzen. Drittletzter Platz E-Learning, also all diese Versuche, wo wir versuchen, irgendwie formalisiert Weiterbildung den Menschen nahezubringen. Völlig unbeliebt. Die Leute sagen auch, die lernen da am wenigsten. Das heißt, die praktizieren das eigentlich schon längst, wie wir sagen, was sie, wie eigentlich die Zukunft des Lernens aussieht, nämlich am Puls der Zeit, selbst organisiert, selbstbestimmt. Und wir müssen loslassen, das kam auch eben ja schon auf, in der Frage, ob man nicht Vertrauen haben sollte in die Arbeitnehmer. Doch, wir müssen, und es geht auch nicht anders. Wir müssen die Talente der Leute, die, nur die selber kennen ihre Talente. Da müssen wir hinarbeiten. Das heißt, die Menschen müssen verstehen, dass sie das Internet schon längst nutzen für sich. Wir haben diese immense Vielfalt an
an Informationen, an Netzwerken, an Weiterbildungsmöglichkeiten im Netz, oftmals kostenfrei. Und wir müssen den Menschen diese Sichtweise auch ermöglichen, dass sie im Mittelpunkt schon längst stehen und das individuell für sich selber organisieren müssen. Wir sind auch nicht mehr in dem Zeitalter der Standardisierung. Wir sind nicht mehr in dem, also nicht jede Konstellation passt auf jeden, sondern jeder muss für sich individuell schauen, wie er sich selber weiterbilden will. Manche hören gerne Podcasts, manche schauen lieber Videos, die Dritten gehen lieber auf, wegen mir auch auf Konferenzen, auf Barcamps und wie auch immer. Das heißt, die Leute nutzen das schon längst, sind auf Facebook. Jetzt mal eine kurze Frage, wer ist hier auf Facebook? Wer ist auf Twitter? Wer ist auf LinkedIn? Wer hat schon mal auf Wikipedia einen Artikel korrigiert? Wer hat auf YouTube schon mal was hochgeladen? Wer würde niemals in die sozialen Netzwerke reingehen? Okay. So, die Menschen, wie gesagt, nutzen diese Netzwerke, ich muss ja jetzt hier drüber weggehen, selbst in Deutschland, wer hat hier WhatsApp? Wer hat kein WhatsApp? Okay. WhatsApp ist natürlich in Deutschland das beliebteste, wir sind ja auch die SMS-Weltmeister gewesen. Danach kommt Facebook, dann YouTube und wer ist Instagram? Ist das hier so? Oh, gut. Also, die Leute nutzen es, viele Leute nutzen dieses Netz und es wird ihnen aber immer unterstellt, dass sie das ja nur privat machen. Und wir müssen im Grunde ihnen beibringen oder überhaupt ihnen das nur die Awareness im Grunde nahelegen, dass sie begreifen, dass dort im Grunde ihre Weiterbildung stattfindet, wenn sie wissen, wie sie das für sich nutzen können. Die findet statt, die Weiterbildung, schon längst, Tag für Tag. Und insofern ist diese Frage von heute Vormittag oder eben am Anfang ist nicht ganz korrekt, weil im Grunde alle, die im Netzen sind, bilden sich weiter, würde ich behaupten. Jeder. Auch wenn er nur am Spielen ist, wird er sich weiterentwickeln, was Kompetenz anbelangt, Kommunikationskompetenz, Kollaboration, die ganzen jungen Leute, die nur am Spielen sind, sind unglaublich kompetent, was die englische Sprache anbelangt und so weiter und so fort. Also man kann eigentlich nicht lernen. Das heißt, die sind in diesen ganzen, dieser Vielzahl an Netzwerken unterwegs, meistens unsere Generation nicht so, meine, also ich bin jetzt 53, plus minus 10 Jahre, wir tun uns damit sehr schwer. Und das ist ein ganz großes Problem. Weil wir müssen im Grunde den Leuten, und das wird die Zukunft sein, nahebringen, dass sie sich in diesen Wellen auch weiterbilden und weiterqualifizieren müssen. Es wird immer wieder solche Makroeinheiten geben. Man kann am Anfang mal, kann ruhig aus dem Studium Generale oder irgendein Studium am Anfang machen. Man kann auch eine Berufsausbildung am Anfang machen. Aber es geht darum zu verstehen, dass man dann am Puls der Zeit sich immer weiter qualifiziert. Und irgendwann, wenn dieser Beruf dann vielleicht nicht mehr irgendwann existiert, muss man halt eine neue Makroeinheit machen und dann muss man sich wieder weiterentwickeln. Und in diesen Turnus reinzukommen, da müssen wir uns infrastrukturell, institutionell neu aufstellen. Und das bedeutet nicht, dass man eine Makroeinheit immer ein neues Studium machen muss oder eine neue Ausbildung. Es gibt in der Zwischenzeit in USA gibt es den neuen Begriff der New-Color-Jobs. Früher hat man unterschieden zwischen den Blue-Color, das waren also die Blaumänner, und die White Color, das waren die Akademiker oder Geistesarbeiter. Und jetzt gibt es die New Color und das sind Jobs, die man irgendwann mal sich in so einer 3-, 6-, 9-monatigen Weiterbildung mal drauf schaffen kann. Und die verdienen ordentliches Geld, 6-stellige Summen. Das sind halt die Informatiker. Man muss nicht Informatik studiert haben, um ein bisschen programmieren zu können. Man muss nicht irgendwie MINT studiert haben, um in einem Digitalisierungsberuf aktiv zu sein. Man kann das mit sehr passenden, die Angebote gibt es längst. Im englischsprachigen Raum erst recht. So, das war der zweite Punkt. Wie viel Uhr haben wir denn? Gut. Alles gut. Dann kommen wir jetzt zu dem dritten Punkt. Wie kann man die denn politisch unterstützen, diese Menschen, wenn das denn die Zukunft wäre? Was könnte man tun? 2010 gab es ein Buch von John Hagel und John C. Lipoan, die ich beide sehr gut finde. Die hatten damals mal analysiert, wie das denn kommt, dass Spieler, die das World of Warcraft-Spiel spielten, wie das kommt, dass die
immer schneller ihre Qualifikationsniveaus erreichen können. Und es lag daran, dass immer mehr Menschen auch dieses Spiel spielten. Also je größer das Spiel wurde, desto schneller konnten die einzelnen Menschen sich das nächste Anforderungsniveau erreichen. Und es lag daran, dass weil immer mehr Leute das spielten, ist ja bei so einem Spiel, ist das ja gang und gäbe, dass es dann so Foren gibt und Wikis gibt, wo man sich so Tipps gibt, wie man das am besten jetzt gestaltet, wie man am schnellsten jetzt weiterkommt. Zwischendurch, weiß nicht, wie es heute, ob das immer noch so ist, 2010 auf jeden Fall, war das Wiki von World of Warcraft das zweitgrößte Wiki weltweit nach Wikipedia. Und sie haben dann daraus abgeleitet und sind dem dann nachgegangen, wie man aus diesem Phänomen, inwiefern das zusammenhängt auch mit den regionalen Entwicklungen. Und gehen wir da über Richard Florida mal hinaus. Das stellt sich dann zum Beispiel im Silicon Valley. Das Silicon Valley ist deshalb so innovationsgetrieben, weil man da auf sehr engem Raum eine sehr hohe Anzahl an hochqualifizierten Leuten in unterschiedlichen Sektoren findet, die sich dann, und das ist das Interessante, ähnlich wie in so einer Wiki-Seite, die sich dann zufällig mal in einem Café begegnen, wo dann auf einmal der Investor, der jede Menge Geld übrig hat, zufällig mal einem begegnet, der eine Idee hat, und nebenan sitzt noch ein Programmierer und sagt dann, ach, das kann ich mir vorstellen, da mitzuarbeiten. Und dann kommen neue zufällige Konstellationen zustande. Und diese Zufälle muss man schaffen. Und das ist im Grunde das, was Sie dann abgeleitet haben vor diesem World of Warcraft. Die Bedeutung des Puls. Also wir müssen weg von diesem Top-Down-Denken, dass man irgendwo in einem Ministerium das vordenkt und das dann ausliefert, sondern wir müssen es ermöglichen, dass Menschen selber die Idee mitbringen und denken, das könnte man doch mal machen. Und dann muss man schauen, wie man das finanziert. Also wir müssen umdenken, bottom-up statt top-down. Also die Power des Pulls, also des Ziehens anstatt der Push-Geschichten. Und China hat das ja dann mit den Sonderwirtschaftszonen ziemlich erfolgreich in den letzten Jahrzehnten dann auch nachgebaut, wo sie genau auch diese Verdichtung ermöglicht haben, wo dann kollaboratives Arbeiten auf einmal möglich war und dann Innovationssprünge ermöglicht. Das ist auch hier in der Politik aufgegriffen worden, diese Metropolregion heißt es ja jetzt hier, wo man versucht, auch solche Cluster zu schaffen, wo Menschen sich austauschen und dann versuchen, im Grunde kollaborativ neue Zufälle zu generieren. Dass Menschen, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen, begegnen. Also ich sage immer, man muss Zufälle schaffen, dass der Öko-Nerd sich mit einem Lions-Club-Menschen begegnet und auf einmal miteinander ins Gespräch kommt, die sich normalerweise nie austauschen würden, weil sie irgendwie aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen. Aber genau das brauchen wir jetzt. Wir brauchen diese kollaborative, kreative Kraft. Und das wird auch versucht, von staatlicher Seite, von oben, auch immer wieder zu initiieren. Es gibt auch diese Digital-Hubs, wo man zu verschiedenen Themenclustern auch genau dieses versucht zu forcieren. Das ist top-down, ist auch gut irgendwie, dass es solche Initiativen gibt. Und gleichzeitig, wenn sie nicht weder in einer Metropolregion noch in einem digitalen Hub gelandet sind, gibt es aber auch crowd-basiert sehr viele Initiativen in der Zwischenzeit. Hier ist Wuppertal. Ich habe Ihnen hier, das sind Coworking Spaces, also im Grunde sowas wie hier auch, poppen ja in der Zwischenzeit überall auf, im ländlichen Raum, in den Städten. Und genau solche Orte brauchen wir. Und da kann man Menschen begegnen, zufällig Leuten begegnen, wo man sich gezielt verabredet hat, sondern die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen. Und das sind solche Orte, wo sowas geschehen kann. Und das suchen im Grunde auch die Leute schon von sich aus, die kreativ arbeiten wollen. Es gibt offene Werkstätten, jede Menge, auch hier ist Wuppertal. Das sind so Makerspaces, das sind Orte, wo sich Menschen Infrastruktur teilen, wo sie Nähmaschinen miteinander teilen, wo sie Sägemaschinen miteinander teilen, Metallbearbeitung, was auch immer, 3D-Drucker haben wir ja auch. Muss ja nicht jeder einen eigenen 3D-Drucker sich anschaffen, sondern in solchen Räumen kann man die dann temporär anmieten und dann damit was entwickeln. Das entsteht alles bottom-up.
Gleichzeitig ist bottom-up in den letzten Jahren diese Barcamp-Kultur entstanden. Ist schon mal jemand von Ihnen am Barcamp gewesen? Okay. Barcamps ist eine Konferenzart, nennt sich auch Unkonferenz. Man hat bei den Konferenzen irgendwann festgestellt, dass wenn man nach Hause geht, das, was man mitnimmt, sind eigentlich die zufälligen Begegnungen. Also nicht die Vorträge, die man hört, sondern wenn Sie am Kaffeestand stehen und mit jemandem ins Gespräch kommen und dann die Visitenkarten tauschen, weil Sie das interessant fanden, das ist das, was Sie mit nach Hause nehmen. Das macht man beim Barcamp zum Prinzip. Es gibt keine Vorträge mehr, keine Agenda, sondern es entsteht von unten. Ich habe Ihnen hier heute Abend, können Sie auch schon, nee, nicht heute, am 29., das ist schon vorbei, am Samstag, können Sie hier 3 Barcamps in Rhein-Ruhr besuchen, das Marketing, Kirche Online und Kommunikation. Also das ist meistens kostenfrei oder wenn, dann kostet ein paar Euro Eintritt. Und es geht weiter im Oktober, im November, hier ist auch wieder offene Kommunen NRW in Wuppertal, Ende, Mitte November. Also es gibt diese Initiativen, die von unten zivilgesellschaftlicher Natur oft angestoßen werden, wo Menschen zusammenkommen und sich austauschen zu diesen Themen, weil sie sich selber weiterqualifizieren wollen. Ohne dass es da einen Bildungsschein gibt, einen Bildungsgutschein oder was auch immer. Weiteres Ding, weitere App, die Sie sich runterladen können, ist Meetup. Kann jeder sich auf Smartphone runterladen, kostenfrei. Auch darüber organisieren sich Menschen. Jeder kann eine Meetup-Gruppe eröffnen. Hier ist heute Abend noch eine Veranstaltung. Kann man hingehen, sich austauschen mit den Menschen und sich weiterqualifizieren, informeller Art. Wie kann man das jetzt unterstützen? Auf regional, wir haben vor ein paar Jahren, 2, 3 Jahren, war ich auch Teil einer Zivilgesellschaftsinitiative, Digitale Region hieß die. Wir haben in dem Rahmen so eine vernetzte Bildungscloud mal empfohlen für Regionen, also dass man wegkommt von diesem klassischen Denken, es gibt die formalen Institutionen, die man so kennt, also Arbeitsagenturen, Volkshochschulen, was auch immer, Hochschulen, sind auch wichtig. Aber es gibt halt noch jede Menge andere Initiativen, die miteinander zu vernetzen und zu verbinden und da Möglichkeiten zu schaffen, vielleicht auch in kleineren Kommunen, wo es solche Angebote nicht gibt, Lernscouts auszubilden, die ansprechbar sind, im Grunde wie so eine Gemeindeschwester früher, die man irgendwie ansprechen kann, wenn irgendwie der eigene Rechner kaputt ist, defekt ist. Singapur zum Beispiel, kann man sich auch mal vielleicht anschauen, die haben jetzt, es gibt da mehr oder weniger den informellen Zwang, einen zweiten Berufsausbildung sich anzueignen, und zwar während des aktuellen Jobs. Das wird finanziert mit einer monatlichen Zuwendung. Man soll im Grunde startklar sein, wenn der eigene Job wegfällt, dass man dann direkt in dem neuen Job durchstarten kann. Wir hatten, was ist meine Kollegin Angelika Laurençon, mit der habe ich einige Publikationen zusammengeschrieben, und wir hatten vor ein paar Jahren dieses bedingungslose Lernguthaben vorgeschlagen. Das hat es auch sogar in einer Pilotierung in den Koalitionsvertrag geschafft, dass man damit experimentiert wird. Und zwar haben wir vorgeschlagen, dass man Menschen mal einfach Geld in die Hand gibt, dass sie bedingungslos für ihre Weiterbildung selber nutzen können. Also ohne, dass jemand in der Arbeitsagentur, Berufsberater da zustimmen muss, sondern dass man selber sagt, ich möchte jetzt irgendwie, was weiß ich, eine 3D-Ausbildung machen und ich möchte da mein Geld investieren. Und egal, ob das jemand anderes für gut hat, weil man halt nicht mehr top-down vordenken kann. Wir müssen wirklich an die Talente ran und den Leuten das Geld an die Hand geben. Das kann man auch als Unternehmen, im Übrigen kann man auch seinen Mitarbeitern Geld an die Hand geben, machen ja auch wieder entweder Zeit oder Geld, damit sie sich weiterqualifizieren können. Weitere Variante, wenn ich jetzt nicht im Detail drauf eingehe, sind diese neuen Agenturen für radikale Innovation. Gunnar hat dazu auch geschrieben, die jetzt offenbar auch angedacht sind. Zwar hat man festgestellt, dass wir haben ja gute Forschungseinrichtungen in Deutschland, die auch sehr gute Grundlagenforschung machen. Aber wo es bei uns hapert, ist dann dieser Transfer zu den Unternehmen und dass da wirklich Innovation entsteht, Sprunginnovation entsteht. Und da sollen jetzt neue Agenturen dafür geschaffen werden, wo man auch nicht nur nach öffentlichem Dienstgehalt finanziert wird, sondern
im Grunde, um auch aus dem Ausland attraktive Menschen dafür zu gewinnen, die dann mitdenken für eine gewisse Phase, um hier mehr Schwung reinzubringen. Immer noch alles sehr top-down gedacht. Ich glaube auch nicht dran, dass es in der Form so funktionieren kann. Könnte ich jetzt weiter ausführen, mache ich aber jetzt nicht angesichts der Zeit. Das heißt, wir müssen eigentlich anfangen, und das ist so eine Kulturfrage, die wir haben in Deutschland, dass wir nicht so denken können. Wir kommen aus der Kultur, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und das ist genau unser Problem im Moment. Wir müssen anfangen, mal wirklich richtig quer zu denken, neu zu denken, radikal zu denken. Radikale Innovation sieht so aus. Also man springt quasi nach oben, anstatt diese kleine inkrementelle, wo wir Deutschen extrem gut sind, in inkrementelle Innovation. Aber es hilft uns nicht weiter im Moment. Wir in den USA, in Silicon Valley, die denken so, wie kann ich eine Lösung schaffen, die 1 Milliarde Menschen hilft. Okay, werden Sie sagen, okay, ich wäre schon froh, wenn ich 10.000 helfen könnte. Kann ich nachvollziehen, ich wäre auch froh, wenn ich 1.000 nur helfen könnte. Aber dieses Denken wirklich, sich mal darauf einzulassen, und das ist wirklich Visionen zu entwickeln, innovatives Denken zu entwickeln, da müssen wir irgendwie hin, ich weiß auch nicht, wie wir das hier aufwecken. Peter Diamandis von der Singularity University empfiehlt Unternehmen, wenn sie das selber mal vielleicht für ihr Unternehmen mal durchexerzieren wollen, vielleicht auch nicht als Moonshot, sondern als wirkliche Innovation, mal zu gucken, was steckt denn für ein Fundament und für ein Potenzial in ihrer Firma. Er empfiehlt den Unternehmen, heuern Sie doch einfach mal 3 bis 5 junge Leute an, die gar nicht aus Ihrem Unternehmen kommen. Geben Sie denen die Möglichkeit, mit jedem zu quatschen in Ihrem Unternehmen, mal Fragen zu stellen, und dann sollen die einfach mal ein paar Ideen entwickeln, was man denn mal anders machen könnte, und zwar radikal anders machen könnte. Dann katalogisiert man das, diskutiert es und am Schluss unterstützt man das auch, finanziert dann mal 1, 2 Initiativen und versucht mal damit was aufzubrechen. Also mehr Mut, irgendwie was Neues zu wagen. Und fasse jetzt mal ganz schnell zusammen, also wir haben diese Wellen, die immer schneller werden. Wir haben eine Volkswirtschaft, die neu erfunden werden muss. China, weiß nicht, ob man sich ein Vorbild nehmen sollte, aber ist interessant, was da im Moment passiert. Die haben jetzt diese Losung Made in China 2025, genau aus diesem Grund. Die wollen im Grunde Technologieführer werden, weltweit. Das ist auch im Grunde der Ausgangspunkt für diesen Handelskrieg, den wir jetzt hier vor uns sehen. Weil das würde bedeuten, dass die USA nicht mehr Technologievorherrschaft inne hätten. Und für uns bedeutet es im Grunde zwischen USA und China, dass wir mehr oder weniger zerrieben werden, dass die wirklichen Talente wahrscheinlich eher dorthin gehen. Wir werden einen War for Talents haben hier und müssen aufpassen, dass wir die Infrastruktur diesen Menschen auch ermöglichen, dass sie immer am Puls der Zeit sich weiterentwickeln, weil sie werden sich immer weiter qualifizieren müssen. Dieses Modell, dass wir irgendwann mal eine Ausbildung machen, dann ein bisschen arbeiten und irgendwann auf die Rente zu arbeiten, das hat sich erledigt. Ich glaube schon für uns. Für mich bestimmt. Und für andere, die nächsten Generationen auch. Wir müssen in diesen Tonus reinkommen und dafür müssen wir uns überlegen, wie wir die Infrastruktur bauen. Wir müssen gleichzeitig unternehmerischer denken, das können Sie sich nicht durchlesen. Aber das ist im Grunde, dass wir müssen aufhören von diesen darauf zu hoffen, dass diese Konzerne, großen Unternehmen in irgendeine Stadt kommen und da Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen Infrastrukturen schaffen, dass die Leute, die was bewegen wollen, auch wirklich bewegen können. Und es ist viel mehr damit geholfen, dass 100 Firmen entstehen mit 3 bis 6 Arbeitnehmern, als wenn eine große Firma kommt, die dann vielleicht am Schluss wieder disruptiert wird. Dafür müssen wir alles durchdigitalisieren, ja, ganz neue Voraussetzungen schaffen. Das ist Bildungssystem der Zukunft und das ist im Grunde das, was wir letztlich tun müssen. Wir müssen dorthin gehen, weil die Leute sind, wie gesagt, schon im Netz erreichbar. Wir müssen sie nirgendwo, wir brauchen keine Attraktionen, um die Leute für uns zu gewinnen, damit sie das verstehen. Die sind schon längst da. Gehen Sie bitte da rein, sowohl die Politik als auch unter die Unternehmen und arbeiten Sie dort mit, weil dort finden Sie die Leute. Das war's. Dankeschön.